Wer steckt hinter dem spektakulären Raubüberfall auf das Berliner Luxuskaufhaus KDW? Vor einer Woche hat sich ja die Polizei erstmals mit Videoaufnahmen von der Tat an die Öffentlichkeit gewendet. Trotz vieler Augenzeugen fehlte den Ermittlern allerdings auch fast 3 Monate nach dem Verbrechen immer noch eine heiße Spur. Aber das hat sich jetzt offenbar geändert. Hier in der Schönwalder Straße im Berliner Stadtteil Gesundbrunnen erfolgt die erste Festnahme nach dem spektakulären Raub im KDW. Gestern gegen 8.30 Uhr konnte ein Tatverdächtiger in seiner Wohnung aufgegriffen werden. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 25-jährigen Mann. Er stammt aus einer kurdisch-libanesischen Großfamilie und er ist bei uns Polizei bekannt. Also wir haben schon Taten von ihm, wie Einbrüche, Bandendiebstähle und andere Raubtaten. Es ist der 20. Dezember vergangenen Jahres. Direkt vor dem Seiteneingang parken die Täter, stürmen kurz nach Öffnung des Kaufhauses in die Schmuckabteilung. Mit brachialer Gewalt, bewaffnet mit Hämmern und Äxten, zerstören sie Glasvitrinen und Auslagen, stehlen hochwertigen Schmuck und Uhren. Das Ganze dauert nur wenige Minuten. Dann drängen die Täter zurück zum Ausgang. Sie flüchten mit einem Audi A4 Avant, ausgestattet mit auffälligen Felgen. Auch das Auto konnte mittlerweile sichergestellt werden. Und zwar befand es sich in Hilden in Nordrhein-Westfalen. Dort haben die Kollegen von der dortigen Polizei das Fahrzeug sicherstellen können. Die Gruppe bestand wahrscheinlich aus 5 Tätern. Gestern gab es nicht nur die Festnahme in Gesundbrunnen, sondern darüber hinaus noch eine weitere Durchsuchung. Außerdem haben wir noch bei einem 29-jährigen Mann durchsucht. Auch der steht im Verdacht, an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Die Beweismittel reichen aber hier noch nicht ganz aus. Wir haben da keinen Haftbefehl bekommen. Der Wert der gestohlenen Gegenstände könnte im 6-stelligen Bereich liegen, spekulieren Medien. Die Polizei sucht in dem Zusammenhang weiter nach diesen Rolex-Uhren, genauso wie nach diesen Schmuckstücken. Sie hofft so auch den übrigen Tätern auf die Spur zu kommen. Die aktuelle Festnahme ein erster Erfolg. Die Ermittler setzen nach der Veröffentlichung der Überwachungsvideos auch auf weitere Hinweise aus der Bevölkerung. Dann könnte der spektakuläre KDW-Raub kurz vor Weihnachten schon bald endgültig aufgeklärt sein.